Hier ist der Testbeispiel von YouTube. Heute geht es um einen Wi-Fi-Adapter. Und zwar dieses kleine Teil hier. Das kann man auf verschiedene Wi-Fi-fähige Camcorder drauf machen. Und jetzt zeige ich euch erstmal ein kleines Unboxing. Und dann gehen wir mal in den Mediamarkt. Und da habe ich das mal ausprobiert, weil wie gesagt, ich habe keine Sony-Kamera. Ich wollte mir damals eine kaufen, aber dann hat die mir doch nicht so gut gefallen, also die neue Sony 410. Ja, also nicht wundern, wenn ich vielleicht ein bisschen leise nachher rede, weil Mediamarkt-Film ist immer ein bisschen doof. Aber ich will halt nur mal zeigen, dass es halt möglich ist, per Adapter das Bild auf den Smartphone zu übertragen, auf das Smartphone. Ja, dann fangen wir mal an. Und hier haben wir den Sony Wireless Adapter. Holen wir den mal raus. Bedienungsanleitung mehrsprachig. Dann haben wir hier so ein kleines Säckchen. Und hier ist der Adapter dann drin. Der ist sehr, sehr, sehr klein, wie man sieht. Das ist meine Hand. Und schaut dann so aus. So, jetzt hat er mal wenigstens mal zentriert. Eben wollte er irgendwie nicht. Ja, Sony Adapter. Hier unten kann man noch hier so eine Kappe abmachen. Und dann sind hier vorne die Kontakte, wo das nachher so draufgeschoben wird. Und die Kappe kann man dann auch wieder als Schutz einfach hier so drüber machen. Und das war es dann auch schon gewesen. Ja, und dann werden wir den Adapter jetzt gleich mal ausprobieren. Den Adapter habe ich Anfang April bestellt, durch einen Zufall als Preisfehler im Internet gefunden. Hier steht jetzt Sony ADP WL1M Wireless Adapter 27,90. Wie ihr seht, kostet der im Internet durchschnittlich 79 Euro. Dann kam noch PayPal-Gebühren mit dabei von 97 Cent und noch der Versand zu 7,99 Euro. Macht einen Endpreis von 36 Euro. Wir besuchen mal gerade die Sony.de Internetseite. Dort sieht man jetzt den Sony ADP WL1M Wireless Adapter. Und hier unten steht jetzt Folgendes geschrieben. Passend für unterschiedliche Arten von Handycam. Kompatibel mit Handycam Camcordern mit Multi-Interface Zubehörschuh. Einfach anschließen und verwenden. Drahtlose Datenübertragung. Übertragen Sie Ihre MP4-Filme und Fotos problemlos auf ein Smartphone, um sie dort auf Play Memories, Facebook oder YouTube zu veröffentlichen. Sichern Sie Ihre Erinnerung ohne Kabel. Speichern Sie all Ihre mit der Handycam aufgenommenen MP4s und Fotos drahtlos auf Ihren Computer. So lassen sich Ihre Daten kinderleicht sichern. Verwandeln Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet-PC in eine Fernbedienung. Starten oder beenden Sie die Aufzeichnung. Zoomen Sie näher an das Geschehen. Machen Sie ein Foto. Stellen Sie einen Timer ein. Oder aktivieren Sie den Blitz. Und all das aus der Entfernung. Das zeige ich halt gleich noch. Die anderen Funktionen kann ich nicht zeigen, weil wie gesagt, ich habe die Kamera nicht. Und anbei mal zur Info. Jetzt zeige ich gerade noch zwei Programme, die ihr dafür benutzen könnt. Ich habe dieses Play Memories Mobile bei mir auf dem Smartphone installiert. Das findet ihr im Google Play. Und das zweite Programm wäre das Wireless Mobile Utility. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe aber bei Amazon eine Rezession gelesen. Der hatte das benutzt und das soll auch ganz gut funktionieren. So, bei meinem Smartphone schalte ich erstmal Wi-Fi ein. So, es ist eingeschaltet. Dann muss ich hier von der Sony Cam mal ins Menü reingehen. Kamera und da steht jetzt, wie man sieht, stelle ich mal scharf, will er nicht, warte mal, jetzt Steuerung mit Smartphone, da klickt man dann drauf, da steht jetzt Wi-Fi Bereitschaft, dauert ein bisschen,
Und jetzt muss ich das Smartphone wohl einschalten. Das machen wir jetzt mal. Da habe ich ja hier die App drauf. Play Memories. Da drücke ich jetzt mal drauf und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, und jetzt sagt er mir Gerät auswählen, aber irgendwie klappt das. Doch, jetzt hat er es. Ah ja, jetzt will er einen Code haben. Und der heißt, na, mal gucken, ob das geht. 9. Er. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Auch mit der Groß- und Kleinschreibung. Weil ich mache jetzt mal alles klein. Gut, da war es passend. Muss Groß- und Kleinschreibung beachten. Machen wir nochmal. Habe ich jetzt richtig gemacht? Ich hoffe doch. Ja, und jetzt steht da nämlich. Warte mal. Na. Gesteuert mit Smartphone. Cool, und jetzt sieht man hier auf dem Smartphone. Da sieht man jetzt was. Das müsste ich ja eigentlich. Die Kamera bewege. Ja, genau. Wenn ich jetzt die Kamera bewege, sieht man das auf dem Smartphone. Ich mache meine Hand hier hin. Da ist meine Hand. Ist aber irgendwie ein bisschen zeitversetzt, würde ich mal behaupten. Dann kann man dann hier noch zoomen. Oder zurück. Ah, da war der Zoom eingestellt. Huch, ne, die wollte ich jetzt nicht zeigen. So, das gehört sich nämlich nicht. Ja, und jetzt kann man hier den Zoom dann damit steuern. Hat man noch andere Funktionen? Ich gehe mal hier auf Mode. Aha, hier kann man noch auf Foto klicken. Und jetzt müsste ich im Fotomodus sein. Jetzt gehe ich mal hier. Okay, das ging jetzt nicht. Und jetzt bin ich wieder draußen. Das ist getrennt. Das muss ich nochmal probieren. So, ich hoffe, er verbindet sich wieder mit der Sony 410. So, jetzt hat er sich wieder verbunden. Ich will mal gerade hier die Einstellung gucken. Was es da so gibt. Selbstauslöser aus, Rückblickcheck. Okay. Einmal gerade hier in Mode reingehen, in Film. Und da gibt es keine Einstellungen. Schade. Da kann man also nur hier aufnehmen. Gut, da ist jetzt keine Karte drin hier in der Kamera. Und dann wahrscheinlich auf Stopp. Ja, und halt zoomen. Und das war's dann. Aber wie man sieht, funktioniert. Hier ist die Kamera. Wenn ich die jetzt schwenke, sieht man auch da unten. Ja, also Test bestanden. Ist aber nicht so, ja, 100% von der Geschwindigkeit her. Ja, wissen wir doch. Gerade nochmal gucken. Ja, also das Bild geht, aber das ist halt da nicht so gut. Jetzt gehen wir nochmal mit Zoomen hier. Kann man auch gedrückt halten. Gedrückt halten geht auch. Das funktioniert auch, wenn man das dreht. Dann hat man halt ein größeres Display. Jo. Und wie gesagt, alles verbunden hier mit dem kleinen Wi-Fi-Modul von Sony. Wird einfach nur drauf gesteckt. Hier haben wir eine Sony DSCWX300, die hat Wi-Fi und die habe ich nämlich jetzt einfach mal hier verbunden. Wenn ich die mal hier oben so bewege, sieht man da, hier sieht man erstmal meine Hand. Und jetzt kann man hier ja auch dann Fotos machen. Ich bin jetzt gerade in dem Fotomodus, müsste das sein. Da gibt es verschiedene Einstellungen. Selbstauslöser, Blitzrückblick. Und dann kann man eigentlich noch als Mode den Filmmodus auswählen. Mach ich mal gerade. Ja, geht wohl nicht. Kann sein, dass, weil keine Karte drin ist. Und hier sieht man, hier ist die angezeigt. Da geht man nochmal auf Verbinden. Das dauert dann immer einen Moment. Und da wird halt kein Wi-Fi-Adapter benötigt, wie ich eben bei der bei dem Sony Camcorder, bei dem 410er gezeigt habe. So, jetzt verbindet er wieder, ja.
Und jetzt kann man dann Fotos schießen. Jetzt bin ich aber in dem Modus drin, in dem Filmmodus bin ich jetzt drin. Da kann man halt nur zoomen. Jetzt gehen wir nochmal in den Fotomodus. So, jetzt mal gucken, ob das geht. Ja, jetzt hat er ein Foto gemacht. Und so kann man dann halt von weiten Fotos schießen. Und so sieht das dann aus. Jetzt kann man Galerie noch anwählen oder zurückgehen. Machen wir auf Galerie. Irgendwas, Info. Und jetzt hat er sich wieder abgemeldet. Aber wie man sieht, ist möglich, ohne den Adapter mit hier so Wi-Fi-fähigen Geräten. Kann ich auch mal gerade zeigen. Hat so ein Touch-Dinge oder doch nicht? Da muss ich mal hier drauf drücken, genau. So, jetzt gehen wir nämlich mal hier auf Menü. Ja, löscht die Bilder alle. Ach nee, da hat er gar keinen, muss ich so bestätigen. Ja, wissen wir. Ich werde trotzdem noch auf Menü gehen. Und da steht jetzt Wi-Fi mit Smartphone. Und da stellt man das dann halt ein. Und dann verbindet er sich. Man muss aber, wie ich eben schon gezeigt habe, so einen Code dann auch vorher wieder eingeben. Und das war es dann schon gewesen. Ja, da kommt der Code. Dann geht man dann hier auf Play Memories. Und da ist die angezeigt. Und da ich den Code eben schon eingegeben habe, sieht man dann gleich direkt das Bild. Ja, wie gesagt, dauert halt immer zu verbinden. Aber so viel dann zu über Smartphone Fotos schießen mit Wi-Fi. So, jetzt hat er es endlich geschafft. Ja. So, das war meine Info für euch und dann bis zum nächsten Mal der Test-Michel.